Hallo und herzlich willkommen bei Reitertutorials. In meinen letzten beiden Videos habe ich euch gezeigt, wie man einen Lammfellsattelgurt selber machen kann und wie man ein Sidepull selber machen kann. Falls euch das interessiert, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Dualgassen, die ihr hier auf dem Video sehen könnt, selber machen könnt. Sie sehen zwar aus wie gekauft, aber sie sind von uns selber gemacht worden. Wesentlich günstiger als die Alternative, sie zu kaufen, und deswegen möchten wir diese Erfahrung mit euch teilen, die sich auf jeden Fall lohnt. Um diese Dualgassen selber machen zu können, braucht ihr eine alte Matratze, LKW-Plan in den Farben Blau und Gelb, eine Vorrichtung, die die Maße 20 cm Länge und 10 cm Höhe hat. Diese Vorrichtung müsst ihr vorher selber basteln. Also ihr seht jetzt diese Holzteile, die wir hier haben, das haben wir vorher zusammengeschustert mit Schrauben und Leim und allem drum und dran, damit das mit den Gassen ganz leicht funktioniert. Man kann es auch ohne Vorrichtung machen. Dann ist es aber wesentlich anstrengender, das Ganze zu machen. Also wenn man jetzt 10 Gassen machen will, dann wäre es schon sinnvoll, erstmal diese Vorrichtung zu basteln. Und zum Schluss braucht ihr noch so eine Heißluftpistole. Da die Gassen am Ende 3 Meter lang werden sollen, solltet ihr auch bedenken, dass die Vorrichtung auch mindestens 3 Meter lang ist. Wenn wir alles zusammen haben, können wir auch schon anfangen. Wir beginnen mit der Matratze. Diese müssen wir erst zuschneiden, um sie für die Dualgassen als Füllung zu benutzen. Unsere Dualgassen haben die Maße 20 cm mal 10 cm. Da unsere Matratze 20 cm hoch ist, haben wir einfach immer 10 cm Abstand gemacht und dann eine Linie gezogen. Wenn ihr die komplette Matratze markiert habt, müsst ihr diese zuschneiden. Das könnt ihr mit einem Cutter machen oder mit einer Schere. Am besten funktioniert es aber mit so einem Brotmesser. Das ist ein elektronisches Brotmesser, womit man eigentlich Brot schneiden kann. Aber mit diesem Messer geht das wirklich durch wie Butter. Außerdem habt ihr dann eine gerade Linie und am Ende werden die Gassen dann automatisch schöner. Da eine Matratze meistens 1 Meter breit ist, braucht ihr pro Gasse, die 3 Meter lang ist, 3 von diesen Stücken. Das heißt, wenn ihr eine Matratze habt, die, ich sag mal, 2 Meter lang ist, dann habt ihr 20 Stücke, die ihr dann auf 3 aufteilen müsst, und so viele Gassen habt ihr dann aus einer Matratze raus. Ihr könnt natürlich auch mehrere Matratzen verschneiden, umso mehr Gassen könnt ihr dann auch machen. Wenn ihr mit der Matratze fertig seid, kommt als nächstes die Plane dran. Diese braucht die Maße von 70 cm mal 3 Meter plus noch 20 cm. Also 70 mal 320 cm. Wie viel LKW-Plane ihr am Ende braucht, müsst ihr euch selber ausrechnen. Denn pro Gasse müsst ihr natürlich bestimmte Maße haben und diese Maße müsst ihr dann wiederum ausrechnen, wie viel ihr davon bestellen müsst. Denn die LKW-Plane ist im Prinzip das teuerste an dem ganzen Projekt. Die LKW-Plane könnt ihr einfach im Internet, auf eBay oder auf anderen Plattformen bestellen. Und keine Sorge, es lohnt sich, diese Plane zu kaufen, denn die wird nicht kaputt gehen. Also wenn ihr die Gassen einmal gemacht habt, dann werdet ihr die von keinem Hufeisen und von keinem Tritt kaputt kriegen.
Gerne könnt ihr euch auch auf meiner Facebook-Seite austauschen und einen Gemeinschaftskauf machen, dann habt ihr vielleicht weniger Kosten. So, nun haben wir alle Materialien, die wir für unsere Gassen brauchen, hergestellt. Jetzt müssen die Gassen nur noch zusammengeschustert werden. Dafür brauchen wir unsere Vorrichtung. Ihr legt die Plane so mittig wie möglich auf eure Vorrichtung, denn wenn ihr das schon von Anfang an nicht richtig macht, dann kann es sein, dass die Gasse schräg wird. Und legt 3 Matratzenstücke auf die Gasse obendrauf. Dann drückt ihr diese gleichmäßig in die Vorrichtung hinein. Das ist der einzige Punkt, wo ihr wirklich ein bisschen drauf achten müsst, dass ihr das schön gerade macht, denn am Ende wollt ihr ja schöne Gassen haben und die sehen am besten aus, wenn die auch wirklich schön gerade zusammengeleimt werden. Nun könnt ihr einfach die Enden zuklappen, gegebenenfalls nochmal nachschneiden, falls es irgendwo noch zu lang ist, und dann können wir auch schon zur Heißluftpistole greifen. Dieser Teil der Arbeit ist recht einfach, den kann man auch alleine machen, man sollte aber aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Man erwärmt die Plane und sobald man merkt, dass sie leicht schmilzt, rollt man mit einem Gegenstand darüber und dann hält das auch schon. Und danach geht das auch wirklich nicht mehr auf, also das hält bombenfest. Wir haben dafür extra so einen kleinen Tapetenroller für 50 Cent im Baumarkt gekauft, denn damit hat man am Ende auch eine richtig schöne Naht, die man kaum sieht. Das Zusammenkleben macht ihr überall an der ganzen oberen Oberfläche, damit auch wenn ihr zum Beispiel einen Sandreitplatz habt, dass der Sand nicht in die Gasse eindringen kann. Also richtig schön zumachen, keine Lücken lassen und wenn das Ganze abgekühlt ist, dann könnt ihr nochmal schön mit den Fingernägeln oder mit den Fingern die Stellen absuchen, ob ihr noch irgendwo eine Lücke gelassen habt. Kommen wir nun zu den Ecken. Hierfür schneidet ihr einfach in allen 4 Ecken mit einer Schere die Plane auseinander. Dann nehmt ihr wieder eure Heißluftpistole zur Hand und bei den Ecken muss man sagen, ist es ein bisschen kniffliger als bei der Oberfläche. Da muss man einfach aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Aber ansonsten klappt das genauso einfach wie das oben zukleben. Dafür klappt ihr einfach die Ecken wie einen Karton zu, macht das Ganze heiß, macht die nächste Seite zu, macht es wieder heiß, macht die nächste Seite zu und dann seid ihr auch schon fertig. Genau das gleiche macht ihr dann noch auf der anderen Seite und dann habt ihr auch schon eure erste Gasse fertig. Das wiederholt ihr so lange, bis ihr alle Gassen, die ihr machen möchtet, fertig habt. Wir haben gleich 14 Stück gemacht. Eigentlich wollten wir nur 10 Stück haben, das hätte uns vollkommen gereicht. Aber dadurch, dass wir noch Matratzenstücke über hatten und auch LKW-Plane über war, dachten wir, wir machen gleich komplett alles, bis die letzte Ressource aufgebraucht ist und dann haben wir unsere Ruhe und haben genug Gassen und sind zufrieden. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da und falls ihr Fragen habt, schreibt mir einfach auf meiner Facebook-Seite. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und bis zum nächsten Mal.